So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Elite Dangerous Schießen. Und ja, das ist ja jetzt dann die Freitagsfolge. Und da schauen wir doch jetzt erstmal, wen wir alles abschießen können. Erstmal das größte Schiff raussuchen, was hier überhaupt existiert. Und dann mal ein bisschen Stunk anfangen. Ja, und nach dem mehr oder weniger Desaster von der Donnerstagsfolge habe ich mir jetzt überlegt, dass ich bei den Schießenfolgen eigentlich generell schaue, dass ich eher mal so die Fresse halte und dann bei den Fliegenfolgen muss ich dann mal gucken, wie ich das dann mache. Ich glaube, beim Landen und beim Starten und so schaue ich, dass ich dann auch trotzdem erstmal kurz Pause machen mit dem, was ich rede. Weil wieder sonst sowas passiert, wie es jetzt dann passiert ist, ne? Was wir auch alle irgendwie nicht wollen. Aber dafür schaue ich mal, dass ich auch irgendwie. Weil das mit dem Thema aufschreiben wäre eigentlich eine gute Idee, aber irgendwie muss ich mir da auch noch überlegen, wie ich dann ein Thema aufschreibe, das ich dann auch tatsächlich verfolgen kann, ohne zu viel Gedanken daran verschwenden zu müssen, so dass ich dann wieder nicht fliegen kann. So. Dann schauen wir mal wieder ein bisschen zurück zum Navbeacon. Ob dann da mehr Leute quasi sind. Jetzt scannen die mich. So rum funktioniert das aber nicht, Freunde. Ach so, und ich gehe mal jetzt am besten in die Einstellungen und schau mal, ob ich den Gamma irgendwie ein bisschen hochdrehen kann. Ja, kann ich. So. Tut das was? Ja, das sorgt nur dafür, dass das Zeug heller ist, was sowieso schon viel zu hell war. Oder? Ah, ich lasse es jetzt einfach mal so und wenn es nicht aussieht, dann sehen wir das halt danach. Wenn dann, weil ich nehme jetzt drei Folgen am Stück auf. Also von daher sehen wir dann, ob das zu hell ist. Es ist nämlich ziemlich hell. Weil YouTube dreht das ja auch dann immer wieder ein bisschen runter. Und das ist ja dann so mies zum Ansehen. Aber das habe ich bis jetzt auch bei allen anderen Elite Dangerous Videos so im Internet gesehen, im YouTube-Netz. So, was sagen denn die Kontakte? Der ist noch nicht gescannt und der ist ein Adder. Das heißt, er könnte vielleicht auch tatsächlich ein böser Junge sein. Ne. So. Aber du willst doch sicher auf die Nase. Du guckst schon so komisch, Oscar. Siehst du? Wusste ich doch. So. Na, Oscar. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal eine Delle in der Nase? So. Erstmal schön ein bisschen mit den Multicannons draufballern lassen. So, Platz. Danke. Und dann gleich auch der nächste. So. Du bist nämlich auch genauso wanted. Ja. Flieg mal nicht so schnell weg. So. Erstmal schön draufballern.
Und dann haben wir den für den auch Bounty bekommen. Wunderschön. Und der dritte? Der existiert schon gar nicht mehr, oder was? Ah, jetzt werden die mir auch grün angezeigt, die Federal irgendwas Agent-Leute hier. So, du bist nämlich auch wanted. Aber dich kann ich jetzt noch ordentlich Kill Warrant scannen. Oder auch nicht. Hui. Geh mal nicht so schnell sterben, bitte. Das wäre super. So, viel besser. Und übrigens noch zu meinem Setup. Ich habe deswegen 2 Multicannons und 2 Laser, weil ich mir habe sagen lassen, das ist gut, sowas zu haben, weil man mit den Lasern ultra schnell die Schilde kaputt kriegt. Und mit den Multicannons dann die Hülle recht schnell durchkriegt, weil bei manchen, also ich hatte ja vorher nur Laser drin. Und das war dann tatsächlich doch ein bisschen madig für, wenn die keine Schilde mehr hatten. Dann habe ich halt ewig und 3 Tage drauf geschossen und es ist auch nicht wirklich viel passiert. Deadly, ein Scout, komm, noch viel besser. Guten Tag, wann haben Sie denn das letzte Mal auf die Nase bekommen? Insufficient Energy im Kapazitor, dann kriegt der nochmal ein bisschen hier Kapazitor Freiraum. Ja, ich glaube, den kriege ich nicht. Da muss ich meine Energie ein bisschen mehr auf die Booster legen. Damit ich dem noch hinterherkomme. Und dann bin ich auch gleich wieder zu schnell, weil der gleich beidreht, der Hurensohn. Eieiei. So. Nice. So, dann wieder die ganze Energie auf Systeme und Waffen verteilen. Und dann einmal reintreten, bitte. Wunderschön, genauso. Dann sollte der auch zeitnah wieder zurückkommen. Der Werte her. Ich muss aber trotzdem ein bisschen auf Energie auf Engines. Weil dann kann ich dem wieder geben, wenn dann kann ich wieder ein bisschen boosten, wenn es notwendig erscheint. Ich muss Dippel werfen. Schaut mich an. Holy shit! Der ist tatsächlich doch ein bisschen deadlier, als ich mir das dachte. Kommen dann auch mal die Security Agents hier an, oder? Ja, nicht so. Ah. Oh, der legt Minen deswegen. Holy shit. Der Klaus legt ein Minenfeld. Das ist ja nicht nett. So. Aber solange ich auf den draufballern kann. Weg, 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 weg! Also ich glaube, diese roten Punkte sind Minen. Leute, die davon Ahnung haben, können mich aber auch echt gerne korrigieren, wenn sie das möchten. Mein Zeug knackst da ganz schön. Finde ich sogar schon mal gar nicht so gut. So, wieder ein bisschen langsamer. Und auf die Entfernung kann man auch gut drauf treten. So, und dann nochmal wieder hochziehen. Oh, jetzt charged er noch. So, aber das sollte jetzt langsam ausreichen. Stirb mal endlich! Du blöder Klaus, du. So. Danke, endlich. Arschloch. 120.000, nice. So, und jetzt schauen wir erstmal, dass meine Schilde wieder hochkommen. Sonst wird das nämlich nicht so geil. Eieiei, 62. Der hat mir ja ganz schön auf die Nase gegeben, hey. Was ist mit diesem Viper?
Der ist auch wanted. Ah, shit. So, Entspannung. Richtige Waffen auswählen. Hochdrehen. Und erstmal krass verpasst haben, dass der auf die Nase bekommt. Ja, Mensch, ne? Passiert. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, so lang geht die Folge hier gar nicht mehr. Das heißt, wenn der wanted ist, schießt man den ab. Aber da der jetzt clean ist, würde ich sagen, das war's für heute. Dann doch eine recht ereignisreiche Folge von Schießen. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder bei einer weiteren Folge Schießen. Dann eine Samstagsfolge. Und euch noch bis dahin schönen Alltag.